Hallo Welt, hallo YouTube. Ich stehe hier einmal mehr vor der Elektroverteilung, um die es hier in dieser Videoreihe eben im Wesentlichen geht. Das ist das gute Stück hier hinter mir. Und es gilt eben im Laufe dieser Videoreihe, diese Elektroverteilung zu ersetzen durch eine neuere und vor allem größere Elektroverteilung, da einfach hier der Platz nicht mehr so ganz ausreicht. Insbesondere eben im Zusammenhang mit der Installation einer PV-Anlage und der Integration des Wechselrichters und so weiter in die elektrische Anlage ist hier einfach nicht ausreichend viel Platz. Darum gilt es eben, diese Elektroverteilung zu ersetzen durch ein größeres Modell. Und ich stehe jetzt aktuell eben vor dem Problem, dass hier eben in etwa 20 Kabel, 20 Leitungen hier in die Elektroverteilung führen. Die sind hier allesamt direkt auf die elektrischen Betriebsmittel, auf die reinen Einbaugeräte hier aufgelegt. Das heißt, es ist relativ schwer ersichtlich, wo diese Leitung jetzt genau liegt. Die geht nämlich im Zweifel hier hinter ganz vielen Reihen an Einbaugeräten nach unten, starr verdrahtet. Da hinten schaut es aus wie Kraut und Rüben, das hatte ich schon an anderer Stelle mal gezeigt. Und geht dann hier vielleicht auf den Automaten bzw. auf den Zähler dazu. Und insgesamt ist das eben sehr schwer nachvollziehbar aktuell, welche Leitung da jetzt wo genau hinführt. Und ja, es gilt ja, diesen Elektroverteiler zu ersetzen. Ich möchte das Ganze nachher schön auf Reinklemmen auflegen. Ich baue ja parallel aktuell auch den neuen Verteiler auf und um nachher die Ausfallzeit zu minimieren, möchte ich einfach das soweit schon mal vorbereiten, dass man das Ganze hier wirklich guten Gewissens einfach abstecken kann und dennoch weiß, wo es nachher aufgelegt werden muss im neuen Verteiler. Und daher gilt es jetzt eben herauszufinden, welche diese Leitungen wohin führt, beziehungsweise zu welchem Stromkreis diese gehört. Ich habe ja hier auch noch die Beschriftung, die tabellarische Auflistung eben der Stromkreise. Und jetzt gilt es einfach herauszufinden, welche dieser Leitungen hier wohin führt und das Ganze so zu beschriften, dass es eben nachvollziehbar bleibt, sodass man dann später beim neuen Verteiler, wenn er denn hier mal installiert ist, relativ schnell das Ganze auf seine Reinklemmen aufgelegt bekommt und somit eben dann die Ausfallzeit minimiert und hier innerhalb von wenigen, ja, ein paar Stunden eben hier das gesamte Haus eben nur dunkel bleibt und man so schnell eben wieder Licht und Wärme bekommt. Viele Wege führen nach Rom, wie es so schön heißt, und es gibt grundsätzlich natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, diese Leitungen hier den einzelnen Stromkreisen zuzuordnen. Man kann natürlich einfach mal anfangen, hier so ein bisschen herumzuwackeln. Jetzt natürlich nicht großartig herumzuziehen, aber mal so ein bisschen wackeln kann nicht schaden. Und dann sieht man schon, dass sich da so ein bisschen was bewegt. Und das könnte man jetzt eben optisch irgendwie nachverfolgen. Und idealerweise kommt man dann eben an dem Betriebsmittel heraus, an der Klemme, an dem Anschluss, den man eben dann der Leitung zuordnen kann. Allerdings ist das in dem Fall jetzt nicht ganz so einfach. Hier sind große Reihen Einbaugeräte in den obersten Reihen und die Leitungen, ein Großteil der Leitungen, verlaufen eben dahinter. Und das ist dann nämlich sehr schnell, sehr unübersichtlich und quasi unmöglich, hierzu mit Sicherheit zu sagen, welche Leitung da jetzt wo genau hingehört. Und da habe ich mir jetzt einfach an der Stelle mal was anderes überlegt und das möchte ich jetzt auch hier nochmal kurz vorstellen. Was ich mir jetzt in diesem Fall überlegt habe, um das eben einfach und schnell zu machen, ist das Verwenden eines meiner Lieblingsprüfgeräte, zumindest im Low-Budget-Bereich, nämlich ein sogenannter Testboy. In dem Fall ist das ein Testboy 114. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen, den gibt es aber auch von verschiedenen Herstellern. Die grundlegende Funktion ist dabei immer gleich. Das Gerät, ein solches Gerät kann eben elektrische Felder detektieren, die sich um spannungsführende Teile aufbauen bzw. die sich dort eben befinden. Und so kann man berührungslos feststellen, dass eben ein Leiter, ein Kabel Spannung führt. Das heißt, wenn ich mich jetzt diesem Kabel oder dieser Leitung hier nähere, dann leuchtet das rot und vibriert auch leicht. Das heißt, man kann hier auch haptisch fühlen, dass dort jetzt Gefahr droht bzw. dass dort jetzt einfach eine Spannung anliegt. Während man das Ganze eben Kabeln, die keine Spannung führen, wenn man das dorthin hält, passiert absolut gar nichts. Es leuchtet nicht rot, es vibriert nicht und dadurch kann man eben recht schnell herausfinden, zumindest im Bereich von Netzspannungen, ob sich dort Spannung befindet oder ob das Ganze eben aktuell spannungsfrei ist. An dieser Stelle sollte ich vielleicht auch darauf aufmerksam machen, dass dieses Gerät nicht dafür geeignet ist, um im Sinne der 5 Sicherheitsregeln Spannungsfreiheit festzustellen. Das ist also nicht dafür gedacht, um hier jetzt irgendwie in der Verteilung herauszufinden, ob und wo Spannung anliegt. Dafür sind einfach die Kabelwege und so weiter in der Verteilung viel zu wild. Und dieses Gerät hat jetzt nicht die Möglichkeit, das jetzt einzugrenzen, wo genau es das elektrische Feld detektiert hat. Das ist hier halt so ein Erkennungsradius von ein paar Zentimetern. Insofern ist das wirklich nicht dafür gedacht, um hier jetzt in der Verteilung herumzumessen, sondern das ist in erster Linie einfach nur ein Werkzeug, um ganz schnell herauszufinden, ob ein einzelnes Kabel hier irgendwie Spannung führt. Wenn man dann aber mit dem Kabel arbeitet, muss man das natürlich auf anderem Weg auch nochmal verifizieren. Aber für solche Arbeiten wie hier jetzt ist es gut genug, denn hier geht jetzt keine unmittelbare Gefahr aus. Und mir geht es ja jetzt nur darum, Leitungen zuzuordnen, ohne dass ich hier jetzt spannungsführende Teile berühren möchte.
Apropos Spannungsfreiheit feststellen bzw. geeignete Messgeräte, und zwar halte ich hier in den Händen einen sogenannten Duspol. Das ist jetzt in dem Fall ein Duspol Digital von Bending, das heißt, das ist ein echter Duspol. Es wird ja oft dieser Begriff auch verwendet für zweipolige Spannungsprüfer im Allgemeinen, eben auch von anderen Herstellern. Spielt auch keine allzu große Rolle. Solche Geräte sind eben dafür geeignet, um hier jetzt wirklich die Spannungsfreiheit festzustellen. Worauf ich aber jetzt hinaus möchte, ist, dass dieses Gerät eine ähnliche Funktion bietet wie eben der eben gezeigte Testboy. Man kann mit diesem Gerät nämlich auch elektrische Felder im weitesten Sinne detektieren, beziehungsweise eigentlich ist diese Funktion dafür gedacht, Kabelbrüche zu detektieren. Denn hier an diesem seitlichen Bereich, laut Handbuch, kann man einen Leiter entlang führen und dann schlägt das Gerät eben auch an, ohne dass die Messspitzen jetzt hier irgendwie eine metallische Verbindung oder überhaupt eine mechanische Verbindung zu irgendwas aufbauen. Man kann eben hier jetzt wirklich nur entlang fahren und sieht dann schon, das Gerät blinkt, schaltet sich ein und dadurch kann man eben auch davon ausgehen, dass hier jetzt eine Spannung anliegt. Meiner Erfahrung nach ist aber diese Funktion des Duspols nicht sonderlich gut. Alles andere ist super und das ist echt ein empfehlenswertes Gerät. Allerdings ist gerade diese Funktion hier in meiner Erfahrung nach zumindest sehr unzuverlässig. Selbst unter idealen Bedingungen, wenn hier wirklich ein Leiter gerade auf dem Tisch liegt, kommt man hier zu keinen reproduzierbaren Ergebnissen. Je nachdem, wie man das Ding hält, beziehungsweise je nachdem, wie der Leiter im Kabel entlang läuft, kommt man da zu irgendwelchen weihnachtsbaumartigen Blinkeffekten. Weiß aber nie, ist, ob das jetzt hier ein Kabelbruch ist oder einfach eine falsche Messung. Und da ist meiner Erfahrung nach eben ein solcher Testboy wesentlich zuverlässiger. Da gibt es wirklich, wenn man sich ein paar Zentimeter diesem Kabel nähert, zuverlässige, reproduzierbare Ergebnisse. Wie schon gesagt, das ersetzt jetzt hier keine Messung auf echte Spannungsfreiheit. Dafür wiederum braucht man dieses Gerät und muss wirklich mit Prüfspitzen hier metallische und mechanische Verbindungen aufbauen und eben entsprechend nachmessen. Aber um jetzt hier Leitungen zu identifizieren, reicht dieser Testboy für mich jetzt für meine Zwecke vollkommen aus. Ja, und dann fangen wir jetzt einfach mal mit den Arbeiten an. Und zwar schalte ich in einer ersten Sicherung hier die Automaten der Reihe nach aus. Einfach nur, um hier wirklich alle Leitungen spannungsfrei zu bekommen. Mit einer Ausnahme, nämlich hier dieser letzte Automat. Das ist der Automat, der auch diesen Raum hier selbst beleuchtet. Und den möchte ich allein schon aus videotechnischen Gründen hier nicht dunkel schalten. Das heißt, diesen Automaten lasse ich an. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass jetzt hier von diesen Leitungen eigentlich nur noch eine Leitung Spannung führen sollte. Und jetzt schaue ich einfach, ob ich die mit dem Testboy hier finden kann. Dafür halte ich den jetzt hier halt an die einzelnen Leitungen ran. Man muss natürlich auch schauen, dass man trotz alledem etwas Abstand bei der Messung hält. Das heißt, ich muss die hier so ein bisschen vorbiegen. Wenn ich die jetzt hier so ganz wild entlang oder irgendwie da reinhalte, werde ich natürlich keine sinnvollen Ergebnisse erhalten. Aber wenn ich das jetzt hier so einzeln so ein bisschen vorziehe, beziehungsweise von den anderen wegdrücke und dann den Prüfboy dort hinhalte, dann komme ich der Sache schon näher und dann sollte ich eigentlich irgendwann mal auf eine Leitung stoßen, wo der Prüfboy entsprechend ausschlägt. Das ist jetzt eine der hier. Jetzt muss ich das halt noch eingrenzen. Das scheint jetzt vor allem diese Leitung hier zu sein. Genau. Auch hier oben kann ich das nochmal verifizieren. Also das ist jetzt die Leitung hier und die beschrifte ich jetzt entsprechend. Und so gehe ich jetzt eben der Reihe nach durch und hoffe so, wirklich jede Leitung den einzelnen Stromkreisen zuordnen zu können. Diese Leitungen könnte man natürlich jetzt mit einem beliebigen Folienstift, Permanentmarker, Edding oder sonst was beschriften. Das wird ja an vielen Stellen auch so gemacht und ist eigentlich auch ausreichend. Ich möchte an dieser Stelle aber gerne meinen Etikettendrucker benutzen. Den habe ich auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal gezeigt. Und das ist einfach ein Profigerät, mit dem es möglich ist, Kabel und Leitungen von allen Seiten zu bedrucken, beziehungsweise Etiketten zu bedrucken, die dann aufgeklebt werden, sodass man eben von allen Seiten ablesen kann, was sich dort befindet in dem Kabel oder die Aufschrift eben ablesen kann. Und so kann man sich eben sicher sein, dass man das Ganze aus allen möglichen Positionen ablesen kann und nicht gerade irgendwie das Kabel verdreht ist und man es dann doch wieder nicht sieht, wenn das jetzt nur von einer Seite mit kleiner Handschrift irgendwie beschriftet ist. Insofern ist das eine super Sache. Es gibt ja auch Optionen und Möglichkeiten, Schrumpfschläuche zu bedrucken, die dann über das Kabel gestülpt werden, eingeschrumpft werden und auch dort hat man einfach die Möglichkeit, das von allen Seiten abzulesen, hat gleichzeitig irgendwie eine farbliche Markierung. Und dieses Gerät bietet einfach wirklich viele Möglichkeiten und das zu einem echt guten Preis. Wenn ihr daran interessiert seid, ich packe es mal in die Videobeschreibung. Da wurde ich in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal gefragt und ist wirklich, was Preis-Leistung angeht, unschlagbar. So, dann drücken wir jetzt einfach mal drauf los. Ich habe jetzt diesen Stromkreis hier schon der Leitung zuordnen können. Das war eben Einbauplatz 48 und das ist jetzt hier der Keller. Das tippe ich jetzt hier eben so mal ein in das Gerät. Das hat ja eine ganz gute Tastatur, das funktioniert eigentlich ganz gut. Kann man hier eben so weit eingeben. Wenn man ganz viel
tippen möchte oder sich damit schwer tut, man könnte da auch irgendwie ein Smartphone verbinden, beziehungsweise das mit dem Computer verbinden über WLAN oder über USB. Habe ich aber noch nicht gebraucht und das geht eigentlich schon ganz gut. Und dann kann man eben auch noch einstellen, mit welchem Durchmesser von Kabel man es zu tun hat. Das dürfte jetzt irgendwie so ein 3x1,5 sein. Ich weiß nicht, wie viel, 9 oder 10 mm oder wie dick die sind. Ich habe jetzt hier mal 10 mm eingestellt und drücke auf Drucken. Und dann sollte das hier eben entsprechend vorgeschnitten auch schon herauskommen. Das schaut dann eben so aus. Und das kann man dann hier eben anbringen. Das heißt, das ist auch hier so, ja, das ist halt jetzt das Band, das kommt dann aufs Etikettenband an, aber das ist eben schon so vorkonfektioniert, dass man das hier relativ leicht lösen kann. Und das wiederum kann man dann jetzt hier einmal wirklich senkrecht um das Kabel herumkleben und hat dann einfach den Vorteil, dass man hier ein Label hat, welches um das gesamte Kabel herumreicht. Und das kann man jetzt hier wirklich von allen Seiten ablesen und hat jetzt hier den riesen Vorteil, dass das jetzt egal, wenn man, von welcher Seite man drauf guckt, man sieht einfach, um was es geht. Man sieht auch hier, da befindet sich jetzt irgendein weißes Label drumherum und das ist einfach deutlich auffälliger als zum Beispiel eine reine Beschriftung mit der Hand. Und nach diesem Schema werde ich jetzt hier eben alle Leitungen identifizieren, hier oben beschriften und dann ist auch dieser Schritt hier erstmal erledigt. So, damit wäre also auch dieser Schritt erledigt. Ich konnte tatsächlich alle Leitungen hier identifizieren, zuordnen und habe die auch entsprechend bedruckt. Das hat super geklappt. Was sich angeboten hat, ist, dass man hier wirklich alle Leitungen, alle Automaten, alle Stromkreise mal freischaltet
und dann immer jeweils nur einen einschaltet und halt guckt, welche Leitung, beziehungsweise in manchen Fällen auch Leitungen dazugehören. Also in manchen Fällen gehen halt einfach zwei Leitungen weg, weil da irgendwie verschiedene Dinge an einem Automaten hängen. Insofern kann das schon durchaus sinnvoll sein, hier mal trotzdem zu prüfen, ob mehrere Leitungen dazugehören und insbesondere auch die Gegenprobe zu machen. Das heißt, nicht nur gucken, leuchtet es rot, sondern auch mal ausschalten und zu gucken, ob es nicht mehr rot leuchtet. Denn dann kann es ja sein, oder damit schließt man einfach aus, dass man irgendwie das Feld von vielleicht einer benachbarten Leitung detektiert. Das kann manchmal hier schon passieren. Die sind ja trotzdem stark gehäuft und manchmal kommen wir halt nicht weit genug weg. Insofern hat sich das auch angeboten, hat aber im Großen und Ganzen ganz gut geklappt. Hier jetzt nochmal ein paar Eindrücke der beklebten Leitungen aus der Nähe. Man kann schon sehen, ich habe ungefähr versucht, das auf der gleichen Höhe alles zu bekleben. Das Schöne ist halt, diese Labels gehen jetzt in dem Fall, in diesem Modus eben um das gesamte Kabel herum. Man kann das so ein bisschen drehen, man kann die auch mehrzeilig bedrucken. Und das Schöne ist einfach, man sieht eben von allen möglichen Seiten, dass dort etwas angebracht ist, dass dort etwas steht. Und das ist eben doch deutlich zuverlässiger und besser als irgendwie mit handbeschriftete Kabel, die dann mit der Zeit sich abreiben, beziehungsweise wo die Beschriftung dann vielleicht irgendwie nach hinten rutscht, wenn man das Kabel ein bisschen bewegt und dreht. Und insofern ist das schon eine echt saubere Lösung und meine präferierte Option, wenn es um die Beschriftung von Kabeln eben geht. Etwas weniger erfreulich ist der Umstand, dass mir mein Testboy, mein Geliebter, hier im Rahmen dieser Arbeiten kaputt gegangen ist. Der ist mir irgendwie in einem Moment der Ungeschicktheit, da bin ich irgendwie unaufmerksam, ist er mir auf den Boden gefallen, ist dann hier auf die weiße Prüfspitze gefallen und natürlich laut Murphy direkt kaputt gegangen. Hier schaut jetzt das blanke Metall heraus. Das ist sehr ungünstig, rein von der Funktionalität her. Die wäre tatsächlich sogar noch gegeben. Das scheint noch so zu funktionieren. Aber aus sicherheitstechnischer Sicht macht das natürlich keinen Sinn, hier mit blankem Metall herausstehend zu arbeiten. Das macht auch keinen Spaß, mit so einem kaputten, blöden Werkzeug zu arbeiten. Insofern werde auch ich mir einen neuen bestellen müssen. Ich packe den Link mal unten in die Beschreibung, falls ihr Interesse an so einem Gerät habt. Das kann ich ansonsten wirklich wärmstens empfehlen. Und der hat mich viele Jahre begleitet. Und die Funktionalität ist wirklich toll. Falls ihr Interesse daran habt, dann könnt ihr gerne den Link unten benutzen. Das wird ein Affiliate-Link sein. Da bleibt der Preis für euch gleich. Ich kriege dabei aber gleichzeitig eine kleine Provision und kann mir somit meinen neuen Testboy irgendwie querfinanzieren. Denn ja, der ist jetzt, wie gesagt, ein Fall für den Mülleimer. Damit wären jetzt also die letzten vorbereitenden Maßnahmen hier mit der alten Verteilung erledigt. Ich kann jetzt eben guten Gewissens diese Leitungen hier im Zuge des Tausches dann herausrupfen, die in Ruhe dann in den neuen Schrank hineinführen und dort eben auf Reinklemmen auflegen. Und durch die Beschriftung kann ich mir eben relativ sicher sein, dass das dann auch alles zusammenpasst und es hier kein Durcheinander gibt, beziehungsweise man irgendwie Leitungen nicht zuordnen kann oder irgendwas verwechselt. Insofern war das eben, wie gesagt, der letzte wichtige Schritt hier, bevor es dann eben an den Tausch selber gehen kann. Falls ihr das jetzt hier interessant fandet oder generell nichts verpassen möchtet auf dem Kanal und das Projekt weiter verfolgen möchtet, dann dürft ihr dem Video gerne ein Like geben, beziehungsweise eben auch den Kanal abonnieren. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns in einem der nächsten Videos bald schon wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann, bis dahin, ciao.